Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening Remake. Wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Unserem kleinen Zaubermuschel-Special. Ich habe versprochen, dass wir uns beim nächsten Mal direkt da sehen. Wie ich dann hier dieses stromschnellen Minigame meistere, um hier noch die Zaubermuschel zu holen. Dann in Boris Hütte, um da irgendwie noch was, irgendwas mit diesem Dungeon-Keller, Baukit, Super Mario Maker, Gedöns. Dass der uns auch seine Zaubermuschel da gibt. Und beim Angler. Und das wäre soweit alles. Hier gibt es noch ein Herzteil. Okay, gut. Dem gehen wir dann später nach. Deshalb jetzt hier an dieser Stelle direkt einen Cut, damit ich das besser schneiden kann. Ein Cut, damit ich es besser schneiden kann. Freunde, manchmal laber ich einfach Scheiße. Gut, aber so viel dazu. Wir sehen uns gleich. So, dann schauen wir mal, ob es direkt im ersten Versuch klappt. Ich wage es ja zu bezweifeln. Aber gut, ich weiß gar nicht, welche Zeit ich unterbieten muss, wenn ich ehrlich sein soll. Oh wow, das hat ja super funktioniert, Link. Du bist ja ein wahrer Könner des Nichtskönns. Ja, ein Könner des Nichtskönns. So könnte man es, ja, so könnte man es wohl nennen. Oh, Link, du bist echt super, ne? Ja, okay. Das wird wohl wieder nichts. Aber ich finde es gar nicht so schlecht fürs erste Mal. 38 irgendwas. Zeit um, bla, Zeit, scheiße, du kriegst nix. 50 Rubine, hoffentlich spornt dich das an. Möchtest du es nochmal probieren? Ja. Es gibt zwei Arten. Die ersten drei lasse ich mal drin. Und dann setze ich zum Cut an. So. Wir müssen irgendwas unter 34 Sekunden schaffen. Aber ich glaube nicht, dass es die 30 sein müssen, wenn ich ehrlich sein soll. Boah, der kommt da echt nur ganz schwer. Boah, okay. Die Stelle, die fuckt ab. Die Stelle, die fuckt richtig hart ab. Richtig hart. Kann ich euch gar nicht sagen... Oh, wow. Kann ich euch gar nicht sagen, wie sehr die abfuckt. Und die Steuerung, ne? Hab ich schon mal erwähnt, wie schön die Steuerung ist in diesem Spiel. Ja, es ist noch schlechter als vorher. Der erste Versuch ist immer der Beste. Es ist immer der Beste. So, wie viel Rubine kriege ich? Über 40 Sekunden? Ja, komm her. Immer noch 50 Rubine. Ich meine, gut, man zahlt 50, macht also 50 miese. Ja gut, so kann man seine Rubine auch loswerden, ne? Ja, hier, denselben Bums bitte nochmal. Da. Immerhin teleportiert hier ein... Boah, ups, nein, entschuldigt. Da oben hoch. So, was soll ich hier jetzt machen? Ich drücke jetzt sofort nach unten und es passt trotzdem nicht! Oh, ist die Steuerung, ne? Die, ja. Okay, das ist ein... Oh, das ist ein ganz toller Versuch. Ja, der ist super. Der Versuch ist toll. Hm. Stinkt hier richtig nach Maggi. Vielleicht einmal mal eine andere Route nehmen. Oh, wenn man doch nur wüsste, wohin... Nein, das ist falsch, glaube ich. Oh, ne, das war richtig. War aber zeitlich wieder... schlecht. Der schlechteste Versuch bisher. Okay. Dann cutte ich jetzt. Es sei denn, der Typ hat Erbarmen, aber das glaube ich nicht. 50 Rubine kriege ich. Gut. Dann seht ihr jetzt den finalen Versuch.
mein Gott! Bruder Außenmesser, die Zeit ist um! Sieht aus, als wäre das ein neuer persönlicher Rekord. Deine Zeit war 33 Sekunden 43. Insgesamt gar nicht mal so übel. Du hast eine Zaubermuschel geworden, oh mein Gott! Man muss also unter 34 Sekunden sein. Oh mein Gott! Nein, verpiss dich! Ich will nie wieder mit dir irgendetwas zu tun haben. Boah, weg hier. Ganz, ganz schnell weg hier. Bloß weg. Boah. Das war meiner Meinung nach die schwerste Zaubermuschel im Spiel. Und jetzt darf ich auch noch die Geduld haben, um beim Angler so einen hässlichen Blooper zu fangen. Angeln. Entschuldigung. Es heißt Angeln. Boah. Das wollte ich nicht. Wartet. Speichern. Bitte, bitte speichern. Das möchte ich nie wieder machen. Ich habe vieles in meinem Leben schon gemacht, was ich nie wieder machen will. Und das gehört definitiv dazu. Boah. Anstrengend. Ich muss mir einfach was Essen im Mund stecken. Boah, schlimm. Hilfe. Gut. Der Angler. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine. Okay, welchen Köder verwendest du? Den besten, den ich hab. Fein. Du weißt, wie es funktioniert, ne? Alles klar. Boah, ey. Wo haben wir denn mal so einen dicken? Wir hatten beim letzten Mal das Glück, dass direkt ein Blooper da war, ne? Weil man hat ja auch die Möglichkeit, dass einer nachkommt, ne? Na, guck mal hier, die sind alle nicht... sind alle nicht groß. Der ist ja im Let's Play! Ja. Ich verkloppe auch live Zuschauer im Let's Play. Falls du das noch nie... Hä? Ich dachte, der hat... Hä? Ich dachte, der hat angebissen. Okay. Hallo. Nimm mich wahr. Ignoriere mich nicht. Du weißt, dass ich hier bin. Ah! Sehr gut. Geil. Fisch. Du hast einen großen Fisch an Land gezogen. Er ist so schwer, dass du dir fast wünschst, etwas Leichteres gefangen zu haben. Boah, krass, Digga. 74,29, Alter. Das kommt an meine Frau ran. Ja, toll. Der ist locker 23 Rubine wert. Willst du weiter angeln? Ja. So, und jetzt kommt ein Blooper nach. Komm. Hallo. Was? Nein! Ich hab mich verdrückt. Warum kommt denn nichts nach? Ah, ich darf noch. Oh, ich darf noch mal. Okay. Danke. Ich dachte, der will jetzt wieder 10 Rubine haben. Ich hätte dem zugetraut. 100. Wollte er doch beim letzten Mal auch. Fällt mir ein. Hallo. Oh, dütsch den doch nicht immer so an. Nimm mich wahr. Friss mich. Oh. Ernsthaft? Jetzt kommt da so ein Kack-Noob-Fisch an? Ja. Ja! Dein Tod! Nice. Ja, kleinen Fisch. Ja, ja. Hm. 26, 3, 8. Sprotte. Okay. Ja. Mal sehen. Hey, Rubine! So. Was kommt jetzt nach? Richtig schön dicker Dickmann.
Nennt die eigentlich noch jemand Dickmann? Oder Schokoküsse, entschuldigt. Hallo. Ja. Ja. Du gehörst mir. Nein! Oh, der ist entwischt. Willst du weiter angeln? Boah, hier wird man echt sein komplettes Geld los, ne? Gut, dass man es im Spiel für nichts anderes braucht. Sag mal, warum kommt denn hier nichts nach? Da sind noch drei Fische im Wasser. Aha. Aha. Guck dir den an. Verpiss dich! Ich will dich nicht! Oh, da ist ein Looper. Ja, interessiert mich nicht. Ich will den Looper. Laber mich nicht zu. Ja, 13. Gib her. Gib mir den Looper, Alter. Wo geht der jetzt hin? Okay, der bleibt da. Okay, okay. Hallo. Schatzilein. Hallo. Ja. Ah, oh nein! Ich will die Nummer! Du, bap, bap! Ja, der ist entwischt. Ich brauch den aber. Nein, der haut jetzt ab. Hallo. Oh, nö. Dieses Spiel, ne? Es bringt mich jedes Mal wieder zur Weißglut. Und dann kommt da so ein Kack-Noob-Fisch. Ja. Ja. Nicht atmen! Hä? Oh, der ist entwischt, weil ich behindert bin. Weiter angeln. Was? Ich versuche mal den Cheep-Cheep zu fangen. Hallo? Hä? Okay, ich darf noch mal. Ich krieg den da hinten nicht. Was ist er denn? Okay. Dann machen wir mal. Hallo. Nimm mich wahr. Hä? Ist der blind auf beiden Augen? Ja. Ja. Ja, Baby. Komm her, du kleine Mann! Oh, Baby. Oh, viele Leute behaupten, sie hätten den Herren des Teichs an den Haken gekriegt. Aber du hast es wirklich geschafft. Oh, 135,81. Also ein ganz großer, sauberer Fang. Hat man da Worte? Für den verdienst du satte 90 Rubine. Nanu, hat der Herr des Teichs etwa was im Maul? Hä? Einen Kammerstein erhalten. Das erste Mal, dass du einen in dieser Größe fängst? Sauermord, aber Muschel, es musste gar kein Blooper sein. Oh!
Geil. Geil. Nö, piss dich. Aber habe ich damit jetzt alle? Nein! Nein, es gibt noch einen! Oh, leck mich! Och, nö! Och, das ist doch nicht wahr. Wir sehen uns später. Weil wir gehen jetzt erstmal zu Boris, um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Ich will nämlich wissen, was man machen muss, um von dem die Zaubermuschel zu bekommen. Genau so sieht's aus. Warum laufe ich dafür zum Teleporter, Freunde? Hat mir jemand ins Gehirn geschissen? Ich glaube ja. Naja, gut. Boris Hütte. So. Boris Hütte. Ich habe wieder so einen Klemmbaustein für dich. Was mehr oder weniger Zufall war. Hi. Hey, ich bin Boris. Gesellschaft ist mitgekommen. Nun, neuer Kammerstein. Ja, geil. Hier. Besser Kammerstein als Herzstein und so. Du hast eine neue Kammer erhalten. Setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthält. Well, was möchtest du tun? Bauen. Und diesmal irgendwas, was Sinn ergibt. Grundlagenlabyrinth. Weiterbauen. Wo sehe ich denn jetzt die neue? Okay. Ach, mit drei Ausgängen und mit A. Ah, ah! Ah, I see! Ah, jetzt verstehe ich das Prinzip auch. Der große Schlüssel ist immer in der letzten Truhe, die du öffnest. Zusätzliche Truhen im Labyrinth erhalten Rubine und ähnliches. Das ist toll. Das ist schön. Das interessiert mich nur nicht. Machen wir mal. Das kann ich nicht nochmal verwenden. Ne, das auf gar keinen Fall. Nehmen wir mal das hier. Genau. Sobald eine Kammer richtig verbunden ist, wechselt ihre Farbe von Rot auf Blau. Wenn sie nicht blau wird, drücke Y, um dir zeigen zu lassen, wo das Problem wird. Ein Ausgang kann immer verschlossen werden. Okay, okay. Ja, laber mich nicht zu. Und verbundene Kammer von... Okay, okay. Ja, das ist toll. Wo haben wir... Ah, guck mal hier. Hier haben wir sowas. Was nehmen wir denn da am einfachsten? Sowas hier natürlich, ne? Ist ja klar, ist ja klar. So, dann batschen wir den mal daran. Und sagen, speichern. Aktualisieren. Ja. Ja, was? Was stand da? Wurde vorher gespeichert, das Spiel auf dem System. Ah, okay. Ja, logisch. Mein Gott. Gut. Wie kann ich zurück? Beenden. Ja. Hä, wieso im Bau? Wie kann ich denn den Bau abschließen? Grundlagenlabyrinth. Hä? Überprüfen. Hä? Ach, da fehlt ein Dingens. Das hier muss was anderes sein. Oh. Entschuldigung. Das hier muss so ein Dreiding sein. Stimmt, ich bin doof. Entschuldigt. Dann nehmen wir doch mal das hier. Oh, ernsthaft? Das muss blau sein? Oh, du willst mich veräppeln, oder? Ja, dann kommt da jetzt ein... Ups, ich hab mein Süßkram fallen lassen. Dann kommt da jetzt irgendwas mit einer Truhe hin. Hier am besten. Sehe ich die Truhe? Ja, doch, sehe ich. Ah, wenn du in der Kammer mit einer Treppe einbaust. So, so, so. Ja, wenn der Stab von grün leuchtet, ist alles herrlich. Ja. Ach, das ist ja das wirklich auch nochmal. Okay, ich bin gespannt.
Das Ziel beim Erkunden eines Kammerlabyrinths ist es, dass du das Ende und den Endboss achte da. Aha. Mhm. Erkundung beenden. Erkundung beenden. Aha. Ja, dann machen wir mal. Okay, darf ich die jetzt behalten? Und warum komme ich hier nicht mehr raus? Ich brenne euch den Arsch nieder. Ich hoffe, das ist euch... Ich hoffe, das ist dir bewusst, ne? Nein, hier will ich nicht hin. Och nö, jetzt lebt der wieder. So, raus hier. Ich wollte hier eigentlich gar nicht rein. Das Spiel hat mich gezwungen, das zu bauen. Das ist ein Unterschied. Ach, guck mal hier, Herzen. Nice. Weil ich eins guter Gamer bin. Was? Oh, Truhe! Nice. Piss dich. Hihi, du hast einen Rubin erhalten. Willst du mich verarschen? Okay, wir müssen erst zur Boss-Truhe. Zum Dings hier. You know. Um Gottes Willen, ihr habt doch Lack gesoffen. Was seid ihr denn? Ey! Seit wann gibt's denn Buhus? Bescheuert. Immerhin ist die Musik nicht so nervig. Die Dungeon-Musik geht mir mittlerweile echt gegen den Strich. Das war so nicht ausgemacht. Aua. Ey. Lass das mal. Das ist ungesund. Aua. Ich brauche noch Herzen für den Boss. So, hier sind jetzt Herzen drin. Schwein. Welchen Boss? Ah, Moldorm, easy. Haha, komm her. Dich beherrsche ich. Wieso zum Geier? Hat der seine Eichel nicht wund, wollte ich gerade sagen. Ey! Gib mir deine Wundstelle. Grundlagenlabyrinthbau beendet. Ja, oh, das war spannend. Geil. Manchmal hat das so ausgesehen, als wärst du mit einem Bein schon im Grab. Willst du mich verarschen? Dafür hast du dir was aus meiner Sammlung verdient. Ernsthaft, eine Kammer. Die Rubine in den Labyrinthen sind ein kleiner Bonus von mir. Du kannst sie behalten, wenn du mit dem Erkunden fertig bist. Als ich dir so zugesehen habe, ist mir gerade eine neue Herausforderung eingefallen. Sie steht dir jederzeit zur Verfügung. Was möchtest du tun? Ich will die Zaubermuschel von dir, Junge. Lass mich doch hier nicht so stehen. Platzieren. Oh nein. Siehst du die Felder mit den Symbolen für Truhen und verschlossene Türen? Entsprechende Kammern, bla bla bla, platzieren, Runen, Abenteuer, mittendrin Schlüssel ausgehen, ist ein teurer Anblick. Du brauchst immer einen Startpunkt und eine Bosskammer. Das ist die grundlegende Regel bei Kammerlabyrinthen. Wenn ein Feld das Symbol einer Schatztruhe oder einer verschlossenen Tür trägt, kannst du dort nur eine entsprechende Kammer platzieren. Oh wow, das ist ja super! Das ist ja toll. Wunderbar. Na, dann nehmen wir mal das hier. Ne, wir nehmen das hier direkt. So, Boss machen wir. Ich darf mir einen Boss aussuchen, geil. Welchen Boss? Den auf gar keinen Fall. Ich würde gerne dem Adler nochmal auf die Fresse hauen.
Er hat zwar überhaupt keine Screentime verdient, aber ich will ihm einfach nochmal die Fresse polieren. Das war so ein Wix-Dungeon, ne? Boah, ich habe da keine Worte für. Okay, ich kann nur mit einem entsprechenden Symbol und mit einer Kiste. Hier müssen also Kisten hin. Okay, Kisten. Moment, lass mich gucken, wo Kisten sind. Hier ist eine Kiste, packen wir die mal dahin. Und warte mal, dann brauche ich was von rechts oder ja, links reinkommt. Da ist so ein Skelett-Bubi, den auf gar keinen Fall, da muss ich Bomben einsetzen. Nehmen wir mal ihn hier. So, und dann brauchen wir noch so ein Mittelstück. Guck mal hier, da mit Schlüssel. Guck mal hier. Perfektamente. Überprüfen, weniger Schatz drin als verschlossene Türen vorhanden. Was? Ja, wie? Verstehe ich jetzt nicht. Verschlossene Türen 4. Oh! Ich möchte das gern. Zeiger bewegen? Hey, ich wollte das nicht entfernen. Ja, ich will es bewegen! Hallo! Ich brauche sowas hier. Am besten noch mit einer Kiste. Hä? Achso. Und jetzt ein Startpunkt. So, reicht's jetzt? Ich helfe mir. Ich kann das bewegen, aber das nicht. Warum? Ich kann das nur entfernen. Wie dumm! Warum ist dieses Spiel so dumm? Wer programmiert sowas? Ich hab da keine Worte für. Hier, da. Ist das bescheuert? Lukas, das ist ein Kinderspiel. Halt die Fresse, das ist mir egal. Kinderspiel. Das ist Gameboy-Zeiten, da hatte man keine Freunde. Ich bin doch rausgegangen. Bescheuert, ey. Kinderspiel. Von wegen. Guckt euch das an, man muss Elefantenstatuen kaputt machen. Weil das Spiel einem nichts Besseres eingefallen ist. Das ist doch bescheuert. So, und geh, jetzt gib mir meinen Magic Stick hier, sonst... Rast dich aus hier. Lass mich da durch. Mein Gott, ey. So, euch bringe ich auch um. Da oben ist schon die Boss-Tür. Nice. Nice. Stirb. Achso, da können ja nur Truhen drin sein. Truhen. Ja, lol. Ja, Schlüssel meine ich natürlich. Entschuldigt. Oh Gott sei Dank. Um Gottes, ich dachte schon. Ich dachte schon. Oh, ich hätte meinen Schlüssel auch benutzen können, um hier den Boss-Key zu holen. Haha, witzig. Ja, witzig, witzig. Ihr seid super witzig. Super witzig. Ja, toll. Boski, schieb ihn dir. Anal. Boah, ey. Spiel macht so viel Spaß. Es ist unglaublich. Hä? Ach so, ich dachte gerade. Ich hau ja dem Adler jetzt nochmal aufs Maul. Brauche ich den Enterhaken? Nee, ich nehme hier. Ich verbrenne dem lieber seine Achseln. Und alles, was dazugehört. Hier, komm her, du Mistvieh. Komm her. Ja. Burn on fire, baby. Oh, oh. Wie der mich mit seinen... Ficken. Darauf habe ich jetzt nicht, damit habe ich jetzt nicht geachtet. Gerechnet meine ich, Entschuldigung. Ah, der greift mich an. Also klar, natürlich greift er mich an. Ne?
Nein! Sex! Fick dich! Ja, triff mich doch, du Mistvieh. Ich burn dich kaputt! Jetzt stirb doch! Puh. Stirb jetzt! Macht der irgendwie nicht so viel Schaden? Und den kann man auch nicht davon abhalten, ne? Okay, okay, okay. Hi! Ja, er ist tot, stirb! Ja. Platzieren beendet. Toll, danke. War das nicht spannend? Geil, wie du diesen Vogel geröstet hast. Nice, gleich gibt's ganz. Witzig. Dafür hast du dir was aus meiner Sammlung verdient. Nice. Alter, geh mir doch nicht mit deinen Kammern auf den Sack. Ich will eine Zaubermuschel. Was willst du? Als ich dir so zugesehen habe, ist mir glatt eine neue Herausforderung eingefallen. Ich stehe für Verfügung. Kann man verbinden. Auf den hellgrauen Feldern oben rechts kannst du keine Kammern platzieren. Nur über Kammern mit Treppen erreichst du die Felder dahinter. Spiel, mach doch sowas nicht. Gottes Willen, nehmen wir mal das hier. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Es ist mir eigentlich auch egal. Jetzt geht das nur nach links. Wieso geht das denn nur nach links? Das kann ich nicht gebrauchen. Hau ab. Wo geht denn auch noch was hier nach oben? Nehmen wir das hier. Das ist... Keine Ahnung, was das ist. So, okay. Ich mach mal da eine Kiste hin. Warte mal. Dann von unten bitte. Was könnte man denn da nehmen? Nee, die Viecher nicht. Die sind... Die stinken. Nee, da ist irgendwas mit Schachfiguren. Der auch auf gar keinen Fall. Ich nehme das hier. Ich erkenne das leider nicht. Weißt du, ich habe einen 4K-Bildschirm. Und ich erkenne das nicht. Ich habe die Brille nicht auf. Okay, aber, you know. Ich erkenne das nicht. So, warte, wir brauchen was mit einer Treppe. Hier ist eine Treppe. Nehmen wir das hier. So. Oh, das ist eine brüchige Wand. Ja, das ist ja egal. Das ist ja, das macht ja nichts. Jetzt nehmen wir was mit Zweien. Und zwar so übers Eck, genau. Am besten noch mit Truhe. Oh. Ja, das ist okay. Da ist nämlich ein Schalterpalast. Und hier machen wir auch was übers Eck. Hey, Digga, bring mich nicht ums Eck. Und das hier brauchen wir. Nehmen wir auch nochmal das mit einer Kiste, ne? Würde ich sagen. Ich meine, warum nicht, ne? So. Und hier muss jetzt eine Kiste sein. Okay, verstehe ich richtig. Dann nehmen wir doch den hier. Kiste. Nee, das auf gar keinen Fall. Das ist so ein hässliches Schieberätsel, was ich wieder nicht geschissen bekomme. Das ist den Raum, den wir gerade schon hatten. Nehmen wir mal das hier. So, jetzt fehlt ein Bossraum. Keine Bosskammer. Dann machen wir es halt so, dass wir nochmal hier so ein hässliches... Hatten wir den Raum schon? Kann sein. Weiß ich jetzt nicht. Nehmen wir doch... Ah, den oben hatten wir aber auch schon. Ach, das ist auch falsch. Ich bin ja auch dumm. Entschuldigt. Ich brauche noch einen Bossraum. Ne? Ja, brauche noch einen Bossraum. No, warte mal, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir was mit einer Kiste, nehmen wir was mit einer Kiste. Ach, das ist der Raum. Ach, guck an. Nee, dann nehme ich den aber nicht. Nee, das ist der aus dem Turtle Rock. Nee. Dann nehme ich was Normales. Sorry, Leute, aber dann nehme ich was Normales. Ist das jetzt normal? Der Rest ist was mit Schalterpalast. Wir haben was mit Schalterpalast.
Bossraum. Bossraum. Gegen wen? Wir haben jetzt den Adler verklöppelt. Wir haben Moldor nochmal geschlachtet. Der und der war mir zu doof. Der Fisch. Fisch. Ich nehme ihn hier. Ich nehme ihn hier. Nein, das geht nicht von. Warte, 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 warte. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Holen wir uns noch ein paar Rubine ab, ne, würde ich sagen. So, hier, zack, bumm. Das ist super. Labyrinth erkunden. Auf geht's, Freunde. Wo bin ich? Keine Ahnung. Ach, das ist der. Oh, oh Gott. Ja, okay. Dann wollen wir mal. Ich bin ein Fisch. Ich kann unter Wasser atmen, weil ich Kiemen habe. Ich laufe das Luft aus dem Wasser. Ich laufe die Luft aus dem Wasser. Bip, bip, bip. Sag mal, warum nimmt der mir denn jedes Mal meinen Zauberstab wieder weg? Warte, gab's hier eine Kiste? Ich weiß es nicht. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, weiß ich das nicht. So, ich nehme jetzt eine Bombe. Ach, der füllt meine Items auf. Ach, guck mal. Das finde ich ja cool. Boom, Chakalaka. Warum habe ich den nicht getroffen? Weil der immun gegen den Bums ist. Okay, Frage. Kann ich das gar nicht schaffen? Oh, ich will die doch nehmen! Jetzt geh du mir mal nicht mehr länger auf den Sack. Hä, nee, jetzt mal ehrlich. Wie? Ich muss sie besiegen. Okay, Moment. Boah, was hält denn der aus? Das ist ein Scherz jetzt, ne? Es gab hier keinen Schalterpalast. Was genau möchte das Spiel jetzt von mir? Und die respawn. Moment. Okay. Ich muss, ich muss, Entschuldigung, ich muss einen anderen Raum nehmen. Ich kann, das geht nicht. Ich wollte ein bisschen Abwechslung schaffen, aber... da ja irgendwie langkommen, ne? Oh ne, nix mit. Dann nehmen wir halt einfach ihn hier. Ja. Auf ein neues. Ich muss da ja lang. Das geht ja nicht. Oh, als ob der jetzt was anderes nimmt. Link, spring doch wie ein normaler Mensch! Er schlägt doch nicht in die Richtung, in die ich will. Ist der behämmert? Piss dich!
Der interessiert sich gar nicht für mich. Ich dachte, der stampft mich platt. Stech euch ab! Komm her! Weg hier. Aua. Hallo! Hallo, ich bin toll! Kiste. Mein Gott. Was man hier alles tun muss. Och nö. Weg. Warte, wo ist jetzt der Boski? Er ist immer in der letzten Truhe. Oh wow, hätte ich mal nicht so viele Truhen platziert, ne? Aua. Ich meine, gut, ist ja schnell erledigt, ne? Aua. Gut, zurück, Marsch, Marsch. Ich bomb den jetzt nieder. Wie man auf der Leiter laufen kann. Interessant. Aua. Hä? Warte mal. Ich kann ihm auch nicht das Auge auspudern. Bruder! Mach, dass du da wegkommst! Bombe ging auch nicht. Hä? Muss ich den hier ein Ständchen bringen? Nein. Du... Ich hasse das, wenn der nicht akzeptiert, dass ich das Item wechsle. Okay. Piss dich! Was will der denn von mir? Hä? Och nö! Oh mein Gott! Hau ab. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sprung gelingt, aber okay. Aua. Ja, jetzt kommt hier wieder irgendein Kackvieh. Ach so. Ich hab noch einen Schlüssel. Ja, hier, hallo, schön. Ich bring euch nieder. Ah, die sind immun gegen Feuer, weil Skelette sind. Ha, super. Hm, toll. We are Skeleton. Skeletidos. Da, ich stech dich ab. Und dich gleich mit. Kiste. Dadadadam. Nice. 5 Rubine, Alter. Kannst du dir ja mal kreuzweise... Naja. Und der Boski. So, und jetzt will ich, dass der mir eine Zaubermuschel gibt, verdammt. Das kann doch nicht angehen. Ja, nee, du musst erst noch 10 Mal auf eine andere Insel und dann da das Spiel durchspielen. Hallo. Ja, hier, ich brenne euch nieder, ihr kleinen hässlichen Penisse. Ach so. Ja, ich bin fett. Wobbelbobbel. Oh nein, ist der dagegen? Ah, der ist dagegen immun.
Hä? Warte mal. Was war denn bei dem nochmal Thema? Ich muss dem das Auge ausstechen, stimmt. Hä? Oh, ey! Lass das! Piss dich! Aua! Ding dong! Ich hätte mir vielleicht einen leichteren Boss aussuchen sollen. Ey, warum springt... Was? Ja, sind die nett. Nein, du Arschloch. Oh, der ist weg. Ah, guck mal, der ist weg. Ich hab den getötet. Komm her, Alter. Kann man verbinden? Eins be- Oh nein. Eins. Das war erst die Eins. Das war geil. Guck mal, du hast gedacht, das ist vorbei. Aber bekommst du was aus meiner Sammlung hier? Gönn dir, Bruder. Kann man. Nice. Oh, warte mal. Das bringt mir auf eine Idee. Ja, warte hier. Du kriegst noch mehr Scheiße von mir. Wa? Ach. Erfülltes Herz. Schlüsseljagd, Schatzkammer. Nein! Lass mich doch in Ruhe. Warum mache ich das eigentlich? Ach, es ist doch nicht wahr. Ach, nö. Erfülltes Herz. Ach so, weil das ein Herz ist. Ach so. Wie viele Vorlagen gibt's? Keine. Ja, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Machen wir halt... Nochmal... Machen wir ihn hier. Und... Dann halt eine Kiste, wo der Schlüssel drin ist. Moment. Das muss aber dann so eins sein. Ein Zwischenboss? Fände ich eigentlich cool. Bin ich ehrlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, fände ich das cool. Ein Zwischenboss für den Hauptboss? Bester Dungeon, Alter. Besteht aus zwei Räumen. Oder aus dreien, je nachdem. Wen möchte ich denn diesmal verprügeln? Hier den Djinn, der komische. Überprüfen. Weniger Schatzzonen als verschlossene Türen. Felder ohne Kammern vorhanden. Was? Was? Ich muss... Ne. 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 Ja, dann hier. Tschüss, piss dich zwischen Boss. Arschlecken. Hier, ich brauche was mit Kisten. Das muss alles ausgefüllt sein. Hast du gesoffen? Wie soll ich das denn machen? Och, nö. Och, das ist doch... Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Oh, wow. Jetzt muss ich ja hier auch noch kreativ werden. Hilfe. Das ist doch nicht der Ernst hier. Hier am besten irgendwann. Am besten hat jeder Raum eine Kiste, damit ich da am Ende. Das ist ja schlimm hier. Das kann meine. Warte mal. Ne, ich will keinen Zwischenboss. Und das hat wieder einen Schalterpalast. Also nehmen wir mal ihn hier.
Dann muss hier was hin, was auch wieder in alle Richtungen geht, weil ich will nicht, ich will kein unnötiges Labyrinth schaffen. Bin ich ehrlich. Man kann Räume nicht doppelt nehmen. Hilfe! Oh, okay, Freunde, wir müssen schauen, dass ich da jetzt keine Scheiße baue. Warte mal, das soll 3 Räume haben, bitte. Und das soll dann auch noch. Dann kommt der weg. Dafür geht der dann nochmal für alle 4. Nee, eben nicht. Der geht dann nach Lenk. Warte mal, ich bin. Ach, so geht der dann. Mist, irgendwas mit einer Kiste. Da, das hat eine Kiste, das ist okay. Jetzt sind die connected, das ist toll. Warum sind die jetzt nicht connected? Die gehen doch auch nach unten. Oh, das hat ja Schlüssel! Nee. Weg, das hat Schlüssel. Weg, wir wollen keine Schlüssel. Das hat einen Schlüssel von unten, das ist okay. Wir haben hier 3 Kisten, das ist okay. Oh, das hier führt... Das hier hat einen Untergrundbereich. Oh Gott, wie funktioniert denn das denn? Weiß ich nicht. Ist mir aber auch Wumpe, um ehrlich zu sein. Alter, das ist echt super Zelda Dungeon Maker 2. Das muss jetzt sowas hier haben. Ich komme mit den Schultertasten durcheinander. Hier irgendwas mit Kiste. Kiste ist gut. Kiste ist toll. I kissed a girl. Na, 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 na. Aber dass hier überall Felder sein müssen, das ist doch nicht deren Ernst. Ich meine, klar, man kann leere Räume nehmen, ne? Das ist alles im Rahmen der Möglichkeit, aber... haben wir hier, guck mal hier, das ist doch prädestiniert dafür. Das da oben auch, das ist doch super. Wir machen erstmal ihn hier. Ich kann auch nur die L und R... Ah, okay, gut zu wissen. Ich kann auch nur L und R benutzen. Das finde ich toll. Das finde ich schön. Dann nehmen wir doch... Nee, das finde ich kacke. Dann nehmen wir doch das hier. Und keine Ahnung, dann nehmen wir halt das hier. Das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Alle Angaben ohne Gewehr. Haben wir noch Schlüssel? 4 Schlüssel ist halt ein bisschen heavy, ne? Dann nehmen wir lieber sowas hier. Das nehmen wir mit denn, obwohl das ist okay. Doch, das ist okay. In dem Fall ist das okay. Wenn er mir danach nicht mehr auf den Sack... Ah, doch, natürlich geht er mir danach auf den Sack. Na, ich hab noch mehr unnötigen Scheiß, mit dem ich dich zubomben kann. Ja. Hier brauchen wir was nach oben geht. Am besten auch irgendwas mit einer Truhe. Das hatten wir jetzt aber vorhin schon. Dann nehmen wir das hier. Das ist voll okay. Hier muss was... sein, was in alle Richtungen geht. Außer nach rechts, genau. Aber ich habe keinen Bock auf den Zwischen... Ich habe Bock auf den Zwischenbus, doch. Ist okay. Ist okay. Hä? Felder ohne Kammer. Willst du mich verarschen? Oh, ernsthaft? Ich dachte, ich könnte das Spiel jetzt austricksen. Oh, kommt der Zwischen... Das Spiel will kein Zwischenboss, Freunde. Es tut mir leid. Ich hätte halt gerne die Rubine, ne? Ich will nicht 4 Schlüssel sammeln müssen. Wir haben 10 Kisten und 2 Schlüssel, die wir brauchen. Das wären 8 Schätze. Dann wären es halt... Ja, dann sind es halt 6. Okay, ist auch okay. Ist auch okay. Also 4 Schätze. 4 Schätze, weil 6 Thronen. Ich kann nicht rechnen. Ich kann nicht rechnen. Ja, okay. Dafür will ich aber wieder irgendwas mit Kiste haben. I kissed a girl and I liked it. Was nehmen wir denn? Guck mal hier. Wir nehmen das hier. Sind die jetzt miteinander connected hier, die beiden Treppen? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Auf geht's. Lukas, die Folge hat Überlänge. Ja, hatte deine Geburt auch. Leb damit. Und sag nicht, das wäre gelogen. Deine Mom lag wegen dir safe 20 Stunden in den Wehen. Safe. So, dann wollen wir mal ganz in Ruhe hier die schöne Musik und alles ist toll und alles ist schön und alles ist super. Kiste. Mal gucken, was das später jetzt reinmacht.
Ein Schlüssel. Toll, ich krieg also erst die Schlüssel und dann den anderen Scheiß. Das ist ja super. Das ist ja super. Wenigstens hat man die Karte. Erfülltes Herz. Das sieht nicht mehr aus wie ein Herz auf der Karte. Ich bitte dich. So, guck mal hier. Ganz easy, ganz einfach. Eine Kiste. Wahrscheinlich mit noch einem Schlüssel. Ja. Sehr gut. So. Dungeon Maker, Alter. Wenn sie wirklich mal einen Dungeon Maker raushauen würden, ne? So im Stile von Breath of the Wild, ne? Also so ein 3D-Zelda. Und also das mit den... Das ist schon cool, muss ich gestehen. Das ist schon cool. Aber weiß ich nicht, das ist... Naja. Boah, ich komme jetzt echt hier raus. Also gibt es 1000 Wege, die nach Rom führen. 1000 Wege, die nach Rom führen. Oh nee, das ist ein Dicker. Was ist mit dir? So, gab's hier eine Kiste? Hier gab's eine Kiste. Warum gab's... Warte, was? Moment. Nein! Och nö! Moment, ich setze den Schlüssel ein und dann resette ich den Raum. Ach, das ist der Raum. Dann nehme ich an, müssen die einfach nur nach oben? Vermute ich jetzt einfach mal. Wie? Ach so. Ach Gott, bin ich dumm. Ja, entschuldigt. Ich habe Lack gesoffen. Kiste. Wie er weggeschubst wird. Nice. So. Kleiner Schlüssel. Nice. Didi. Ey. Hau ab. Schutzeichel! Nice! Kondom! Hm? Ich gehe erst nach links. Und dann nach oben. Weil da gibt's eine Kiste. Hau ab hier. Ich hab eine Schutzeichel. Schlüssel! Nach oben, ne? Oben war Sackgasse. Ey. Der hat mich gehauen. Schlüssel, ne? Ja. Man kriegt echt erst alle Schlüssel, ne? Wie viel hatten wir jetzt? Weiß ich nicht. Zwei. Aber ich habe auch schon ein paar Truhen geöffnet. Kisten geöffnet. Türen! Mensch, was ist denn mit mir? Okay, das war jetzt Zufall. Ich gehe erst nach links. Aua. Ich will nicht rennen! Alla! Please let me alone! Alla! Der springt ja! Was ist mit dem denn verkehrt? Fünf Rubine. Toll. Also haben wir jetzt alle Schlüssel oder was? Oh, jetzt muss ich erst nach unten. Oh, ist das dein Ernst? Hier soll es eine Kiste geben. Kollege, komm her. Ich brenne euch nieder. Kommst du her? Nice. Bewegt sich die Kiste jetzt? Nö. Wow. Ich bin schwer aufbegeistert. Als ob man sein Schild für die Vieh... Das ist doch nicht wahr. Hau ab. Lass mich. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Kiste? Where is my chest? Treasure chest. Oh, ein Rubin, den kannst du dir in die Vagina stecken. Aua. Ja, super. Ich muss den also erst besiegen, oder? Muss ich den erst besiegen? Ne, die Kiste kann ja nur... Ah, ne. Oh, ich muss alle Kisten öffnen, ne? Für den Boss...
Der weicht meinen Angriffen aus. Oh nee, jetzt muss ich den auch noch besiegen. Das ist doch nicht wahr. Und selber dabei nicht sterben. Oh wow. Oh, ich hab ihn zweimal getroffen. Geil, man kann den zweimal treffen. Das finde ich gut. Nice. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, hier, du kannst mich mal. Als ob ich mich mit dir beschäftige, du scheiß Vogel. Du hast ja wohl einen Vogel. Ey. Nice. Musste ich die jetzt holen? Weil hier war ja jetzt nicht der Boss-Key drin, ne? Aber der ist ja immer in der letzten Truhe, hieß es, ne? Gut. Dann wollen wir den Scheiß... Ach so, das ist nur das Kleine. Ich dachte, das wäre das Große. Ja, easy going. Ich dachte schon. So. Oh nein. Was habe ich mir denn jetzt für einen Raum ausgesucht? Ach du Scheiße. Aua. Okay, der springt nach oben. Unten meine ich. Ey! Kollege! Hä? Okay, warte, wie. Jetzt lass das doch mal! Lass das! Kann ich. Warte, kann ich dem eigentlich. Opfer! Lack gesoffen! Hä? Ich verstehe nicht, wie der springt. Ah. Boski! I kissed a girl. Na, 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 na. Dieses Geräusch, ne? So, Boski, Alter! Tag, Jin. Wie besiege ich den nochmal? Alter. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Dieses mickrige Schwert zerstört niemals meine Flasche. Jetzt die Wände hier sehen stabiler aus als dieses Spielzeug. Mit einer Bombe probiert. Was hatte man denn zu der Zeit schon? Zauberpulver? Nee. Ratschi Batschi mit meiner Flasche. In meiner Flasche bin ich unverwundbar. Ah, ich muss den gegen die Wand downern. Ich verstehe. Oh, ich kann den immer nur einmal nehmen. Na, komm her, du kleiner Pisser. Wirf so viele Feuerbälle, wie du willst. Aha! Oh nein, ich bin verwundbar, scheiße! Was macht er denn jetzt? Oh, ich habe ihn getroffen. Geil, ich kann gleichzeitig mein Schwert, ich kann mein Schwert ziehen?
zücken und mein Schwert aufladen. Nice. Wusste ich gar nicht. Muss man auch erstmal wissen, ne? Du Arschloch! Erfülltes Herz beendet, okay. Nice, geil. Das ist nämlich großes Kino. Dafür hast du dir was verdient, ja, doch. Ne Zaubermuschel! Und ein Erzteil! Ja, nice. Nice. Du bist wirklich gut. Ich bin gespannt, was wohl rauskäme, wenn du ein Laborant von Grund auf selbst aus... Nichts, das passiert nämlich nicht. Ich will nichts von dir. Also, macht nichts. Okay, wir haben die Zaubermuschel und ein Herzteil. Angeblich soll er noch eins haben. Uns fehlen zwei. Und eins ist hier. Boah, Freunde, ganz ehrlich. Lasst uns das ein anderes Mal machen. Ich werde mich darum bemühen, dass wir beim letzten Mal die allerletzte Zaubermuschel kriegen. Beim Angler. Und dann holen wir uns den großen Preis ab. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.